So, und da sind wir auch schon wieder. Es ist immer noch so still. Die Zentrifuge lässt uns wohl noch nicht los. What the? What? Nee, komm. Isaac, jetzt zieh halt mal. Was hat denn unsere Rüstung gerade? Jetzt wissen wir auf jeden Fall, was diese komischen Löcher hier macht. Schleim an der Decke. Yes. Mit diesen Aliens. Kannst du gar nicht genug Putzkräfte einstellen, damit die es wieder beseitigen. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Hier rein. Alles klar. Haben wir jetzt eigentlich... Nein, haben wir nicht, oder? Haben wir? Kann ich jetzt eigentlich... Woran sehe ich... Achso, ja, Luft haben wir noch genug. Ja. Ich habe noch einen Halbleiter bekommen, woher auch immer. Woher habe ich einen Halbleiter? Keine Ahnung. Naja. Jetzt gehen wir erstmal hier rein. Ach ja, schöne Erinnerung. Und wer ist es wieder genauso schön? Ja, klar. Na, nix. Gut. Also wenn der noch lebt, dann tut er nicht mehr. Gut. Nee, bleibt zu. Ich brauche nichts. Ich kaufe nichts. Werkbank, kannst du noch irgendwas mit einem Flug? Kannst du? Oder eher nicht so. Wir haben einen Energieknoten. Das ist nicht so viel, aber es ist himmeln, was kann man schon zu sagen? Ja doch, es ist was. Können wir hier irgendwas machen? Wenn ich hier jetzt den einen einsetze, dann können wir auf Schaden und Kapazität gehen. Und bei unserem... Nein, Plasma-Cutter. Da habe ich schon überall, wo es sinnvoll ist, eigentlich was hingetan. Wir machen jetzt erstmal Impulsgewehr. Und setzen uns hier mal einen. Sinnlosen Knoten. Ja. Und danach können wir dann wieder sinnvollere setzen. Das finde ich gar nicht schlecht. Wenn wir dann noch irgendwelche finden. So, jetzt mal ein bisschen schneller hier. Mit diesem Effekt hier. So ist es rot, so ist es grün. Hm. Bin gespannt, wann hier drauf zu kommen. Isaac, hörst du mich? Ich bin's, Kendra. Sie haben mich angegriffen. Ach. Ich rannte um mein Leben. Und Hammond? Er verschwand einfach. Kendra? Wo sind Sie? Schön, dass Sie quick lebendig sind, Hammond. Ich habe mich im Serverraum verbarrikadiert. Ich kann hören, wie Sie sich draußen bewegen. Ich glaube, Sie wissen nicht, dass ich hier drin bin. Ich kann mich von hier aus in alles einloggen. Ich habe mich ins Root-Verzeichnis gehackt und einige Berichte aus der Kolonie gefunden. Schon bevor Sie den Planeten angebracht haben, verbreitete sich diese Geistesschwäche unter den Kolonisten. Anscheinend hängt das mit einem Artefakt zusammen, das Sie auf dem Planeten gefunden haben und das Sie Marker nennen.
Ich werde mich weiter umsehen. Ich weiß, wo du bist und werde die Tür zum Treibstoffdepot öffnen. Von dort aus kommst du weiter in die Antriebskammer. Hm, klingt ja schön. So langsam flicken wir das Raumschiff wieder zusammen. Ach ja. Trautesheim. Zumindest für den Moment. Erstmal Shop und danach speichern. Ich dachte schon, Gott, ein bisschen wenig. Mein Inventar hier. Brauchen wir Plasma-Energie für unseren Plasma-Cutter? Das klingt irgendwo logisch, oder? Ich wollte aber nicht Inventar, sondern... Ey, wenn wir wieder Plasma-Energie haben, dann könnten wir doch eigentlich hier mal und so. Tatsache. Okay. Naja. Trotzdem. Hier. Ein kleines Medipack könnten wir brauchen. Könnten wir? Könnten wir. Das Inventar. Plasma Energie 25. Ins Inventar. Dafür können wir aber. Was können wir denn? Können wir den mittleren Luftkanister eigentlich mal rauswerfen? Den Halbleiter können wir verkaufen. Dann nehme ich mal ein mittleres Medipack raus, würde ich sagen. Dafür hole ich mir dann noch ein kleines rein. Impulsprojektile bleiben. Strahlmunition kann dann eigentlich raus. Bis auf die, die wir eh schon haben. Flammenwerfermunition kann bleiben. Das kann auch alles bleiben. Ja. Gut. Dann nehme ich mir jetzt noch ein kleines mit. Mhm. Schön. Und können wir jetzt dann schon irgendwie... Nö. Ripper. Aha. Anzug Level 2. Haben wir den nicht schon? Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, den haben wir eigentlich schon, weil ansonsten... Keine Ahnung. Egal. Ja. Sollte eigentlich soweit passen. Ist hier nebenbei bemerkt eine Stasi-Station? Nee, irgendwie nicht. Okay. Dann speichern wir es ja mal. Unteres? Ja. Okay. Danke. Und jetzt gucken wir mal, wo wir hin müssen. Da. Genau. Und jetzt durch diesen ausgegrauten Teil, in dem wir noch nicht waren. Oder? Scheint was so. Joa. Packen wir es an. Oder? Packen wir es an? Ja, ein bisschen. Bisschen. Kleines bisschen. Schöne Warnhinweise. Ja, mach auf, los jetzt. Komm. Seid ihr bescheuert? Eintritt Schwerelosigkeit. Was? Toll, Strahlmunition, als ob ich die brauchen würde. Wo muss ich eigentlich hin? Sag mal. Muss ich vielleicht da dran?
dann? Diese scheiß Viecher. Ist mal da unten dran. Inventar voll. Dann gönnen wir uns doch mal einen kleinen Luftkanister. Und ein mittleres Medipack. Schön. Und dann nehmen wir uns das hier mit. Gehen wir mal da lang. Nehmen wir so die Credits mit. So. Dann gehen wir mal. Wieso geht denn das nicht? Halt. Nehmen wir die Treppe. Was es keine Treppe ist, aber mein Gott. Ende der Schwerelosigkeit. Sind wir jetzt wieder zurückgegangen, oder? Nee, irgendwie sieht das anders aus, oder? Ja, ja, komm, Isaac. Isaac, du hast noch über eine halbe Minute Luft. Ich möchte mal anmerken, dass es hier sehr leise ist. Ach, erschreck mich nicht. Ja. Es ist hier sehr leise. Und hier ist ein. Was? Achso, ein Schema. Nee, wir können. Brennstoffmunition. Das ist noch nicht alles. Gehen wir jetzt weg. Nö. Was soll denn das? Das ist sehr ekelhaft. Okay, jetzt sitzt definitiv unschön. Kann ich dem vielleicht irgendwie hier. Hier nochmal den Kopf. Heb den Kopf. Heb den Kopf. Ich hab gesagt, du sollst den Kopf heben. Ah, lecker. Okay. Wir müssen wohl darüber und dann da. So, ich gehe jetzt mal hier lang, weil ich nicht an dem Typen vorbei will. Ich ganz sicher bin, dass der mich irgendwie anfasst. Erstmal gucken, wohin müssen wir eigentlich? Da einmal außen rum, das ist ein kleiner Raum, so wie es aussieht. Also gehen wir da mal rein. Scheint doch recht friedlich hier zu sein. Ein Energieknoten für uns. Oder sonst noch was? Nee, sonst nichts mehr. Ein Textblock, das holen wir uns gleich. Was ist das hier? Ich will das Textblock nicht. Okay. Ja, 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 reicht schon, reicht schon. Technisches Logbuch. Denver C. Qmet. Aha. Betreff organische Wucherung im Maschinendeck. Ja, das haben wir schon bemerkt. Die nicht identifizierte Wucherung, die bereits in anderen Teilen des Schiffes zu sehen war, okay, hat jetzt auch das Maschinendeck erreicht. Ich habe keinen blassen Schimmer, was für ein Zeug das ist. Ja, das denke ich mir schon. Das habe ich nämlich auch nicht. Sieht jedenfalls aus, als hätte jemand seine Innereien über die Wände verteilt. Ja, so ungefähr. Aber es verbreitet sich schneller.
SOS entfernen können, okay. Was eine ganz schön eklige Drecksarbeit ist, ja, das denke ich. Die Wucherung ist bereits in den Maschinenkranz vorgedrungen und wenn wir keine Möglichkeit finden, sie zu stoppen, wird sie spätestens übermorgen die Hauptkammer erreicht haben. Ich hoffe, die Docs arbeiten an einer Lösung. Ich selbst kann da nicht viel machen. Ja, schön. Ich hätte trotzdem gerne die Plasma-Energie. Wir sehen also, die finden das auch nicht so toll, wie man sich fast denken kann. Mal ein bisschen Epileptiker-Party. Ja, hurra, hurra, hurra. Schön. Da geht's wohl nicht mehr runter. Kannst du hier was passieren? Müssen wir jetzt dahin oder dahin? Lass mal sehen. Ist das hier ein, kleiner Raum? Alles klar. Ich werde den Party mal beenden. Was in dieser Kammer ist, sehen wir dann in der nächsten Folge. Tschüss!